So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hört mich. Schreibt mal kurz ein Ja oder so. Ja, das reicht. Herzlich willkommen zur heutigen Mitgliederveranstaltung. Ich muss gleich sagen, ich hoffe, die Stimme hält durch. Ich habe 2 Wochen Bronchitis hinter mir und bin heute auch noch alleine mit euch. Aber es wird schon gehen. Ich freue mich, euch heute ein neues Format vorstellen zu können. Ich soll euch als erstes mal ganz herzlich grüßen von Jürgen Wedemeyer und dem Initiator des heutigen Inhalts, des heutigen Videovortrags. Das ist der Sebastian Dornblut. Der wird uns nachher auf einer schmalen Leitung aus der Ferne mal ab und zu ein paar Chatnachrichten beantworten, so ihr denn Fragen habt. Und ansonsten ist er schon wieder unterirdisch unterwegs und lässt euch ebenfalls grüßen. Das heißt, ich werde heute alles steuern und übernehmen, aber das wird schon klappen. Das Besondere an dem heutigen Abend, es ist ein Mitgliederabend mit einem Video im Zentrum. Es geht um die Anlagen in oder bei Gardow, die Sebastian abgelegen von dieser Ortschaft gefilmt hat. Und wir versuchen mal einen Mix zwischen einer Aufzeichnung einer digitalen Mitgliederbegehung und die Interaktion soll dadurch entstehen, dass ihr Fragen stellt, Kommentare an den in der Ferne befindlichen, nur über ein Mobiltelefon eine schwache Internetverbindung verfügenden Sebastian Dornblut weitergebt. Also ich werde die übermitteln, so ist das geplant. Was an inhaltlichen Fragen gestellt wird, versuche ich erstmal zu beantworten, aber ich muss euch gleich sagen, dass es nicht mein besonderes Thema ist. Da ist Sebastian sehr viel Firma. Ich werde es trotzdem versuchen, habe mich natürlich etwas vorbereitet. Und jetzt würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem Video. Das Video läuft etwa mit dieser Begehung 1 Stunde lang. Wir können es jederzeit unterbrechen, wenn ihr also im Chat schreibt, dass ihr eine Frage habt oder irgendeine Ergänzung. Wir haben ja auch ein paar Altgediente dabei, die vielleicht was ergänzen können über die Luftverteidigung DDR, dann immer gerne reinschreiben. Ich wünsche euch Vergnügen, viel Vergnügen wollte ich sagen, und wir hören und sehen uns später. So, guten Morgen an dieser Stelle von mir aus dem abgelegenen brandenburgischen Ort mit Blick auf eine, naja, Wachbaracke aus sowjetischer Produktion. Begrüße ich euch zu einer etwas anderen 12x12 Tour. Wir hatten ja schon mal in Karlshorst den Versuch gemacht mit einem virtuellen Angebot. Auch heute soll es darum gehen, euch eine Anlage zu zeigen, die so weit ab ist, dass eine Live-Schalte von hier mangels Funknetz nicht funktioniert und die auch zu weit weg ist, um mit euch hier eine Begehung vor Ort zu machen. Es handelt sich um die um ein vorbereitetes Bauwerk oder einen Rohbau für den Gefechtsstand der Luftverteidigung, Luftstreitkräfte der GSTD, Gruppe Nord, in der Nähe von Gardow. Das ist angrenzend an den ehemaligen Truppenübungsplatz Wittstocker Heide. Kennen die einige vielleicht von euch als Bombodrom. Was bedeutet LSK, LV, Luftstreitkräfte, Luftverteidigung? Sind so diese tollen militärischen Abkürzungen, die es immer gibt. LSK umfasst alle fliegenden Verbände, während die Luftverteidigung den Verteidigungsbereich eher ursprünglich FLAG, später FLA-Raketenkomplex und sowas umfasst. Die Luftverteidigung der DDR war insofern etwas Besonderes. Sie unterstand der GSTD, das heißt, alle fliegerischen Aktivitäten sowie die Luftverteidigung waren unter Schirmherrschaft und unter Befehlsgewalt der GSTD, die dann wiederum die NVA dazu ermächtigt hat oder ermächtigt hätte, entsprechende Sachen durchzuführen. Der Auftrag der
LSK, LV. Der NV war die Sicherung der Luftsicherheit des Landes und die Deckung seiner politisch-administrativen und ökonomischen Zentren und Räume vor Schlägen aus der Luft sowie die Unterstützung der anderen Teilstreitkräfte in Gefechten und Operationen. Ihre Kräfte und Mittel waren in das diensthabende System der Luftverteidigung der Staaten des Warschauer Vertragsbündnisses einbezogen. Warschauer Vertrag, für die, die es nicht wissen, ist sozusagen das Ostblock-Pendant zur NATO. Dort haben sich die unter sowjetischer Einflusssphäre befindlichen Staaten zu einem Verteidigungsbündnis zusammengeschlossen, um im Falle von militärischen Konfrontationen gegenseitigen Beistand zu leisten. Die Truppen der NVA waren in ein dauerhaft diensthabendes System eingebunden. Das heißt, die Luftverteidigung oblag zum Teil der GSTD und zu anderen Teilen der NVA-Streitkräfte. Den Standort, den ich jetzt euch vorstellen möchte, ist der ein Ersatzbau für den Komplex, den ihr vielleicht schon kennt aus Zossen, der UK-20. Das ist ein Friedensgefechtsstand für die Luftverteidigung der GSTD und im Falle einer militärischen Konfrontation hätte von dort die GSTD verlegt in Kriegsgefechtsstände. Einer davon sollte hier entstehen, in der Nähe von Gado, und zwar für die Gruppe Nord. Das wäre dann auch im ganz tollen Ernstfall der Gefechtsstand gewesen für den Stab der sowjetischen Luftverteidigung für den Nord und auch für den Oberbefehlshaber der Luftverteidigung der Warschauer Vertragsstaaten. Es handelt sich hierbei um ein relativ großes Objekt. Wer sich vielleicht zurückerinnert an die Radiobeiträge zu Zossen und Heinkel-Werken, der kann sich erinnern, dass ich versucht habe, euch so ein bisschen zu erklären, wie diese Bunkerrohbauten aussehen oder diese Bunkerschutzbauten generell, diese Shelter-Typen. Und deswegen bin ich heute hier, um euch das mal ein bisschen zu zeigen, weil hier stehen die nämlich als Rohbau rum. Und man kann sich so ein bisschen einen Eindruck verschaffen, wie die gebaut wurden. Genau, an dem Vogelzwitschern hört das. Es ist reichlich früh. Das heißt, ich habe einen dienstlichen Termin genutzt, um mal auf dem Vormittag noch schnell hier irgendwo vorbeizufahren. Das, was wir jetzt hier sozusagen im Rohbau sehen werden, das sind sogenannte Typenbauwerke. Die heißen entsprechend der Spannweite AU-13. Es gibt dann auch noch verschiedene andere Größen. Hier sind alles AU-13 Bauwerke verbaut. Die werden auf einem Streifenfundament gegründet. Dort auf dieses Streifenfundament kommt, man sieht es jetzt hier, ein vorgefertigtes Betonsegment hin. Die können industriell verlegt werden, die werden auch industriell gefertigt. Und in dieses Fundament werden dann, ich gehe da mal rüber, die Halbschalen eingestellt. Damit hat die Anlage nach unten eine Verbindung zum Boden, hat eine breite Aufschifffläche und ist gegen seitliches Verrutschen gesichert. Ansonsten wird die Anlage nach oben hin, wie auch schon in den Radiobeiträgen erklärt, verschraubt. Oben im Scheitel und dann in den Seiten auch. Ich gehe mal rein in die Anlage. Und zeige euch mal so eine Verschraubung. Das sind die Bereiche. Hier wird dann, das sind diese Schrauben, die werden untereinander verschraubt, die Segmente. Damit ist die ganze Konstruktion in sich flexibel. Das, was man halt so braucht, um von Stirnseite oder von der Seite wirkende Schockwelle zu absorbieren. Dieses UK-20 oder UK-25, wie die Anlage hier heißt, heißt letztendlich Ukrytie Kotlovanoje. Und wenn man das versucht so ein bisschen zu übersetzen, dann heißt das so was wie Grabenschutzsystem oder so. Bei den Anlagen hier ist es etwas schwierig rauszubekommen, was in die einzelnen Anlagen rein sollte. Ich stelle mich mal wieder so hin, dass ihr die noch mal ein bisschen seht, während ich noch was erzähle. Diese Anlagen hier sind vermutlich für die technische Sicherstellung, zum Beispiel für die Unterstellung von Kfz-Technik. Wenn ich dann drüben in der Anlage bin, würde ich dann euch noch ein bisschen was dazu erzählen. Also sind hier zwei so eine Hallen nebeneinander. Die sind auch noch nicht fertig. Ich habe es ja euch gerade gezeigt. Ein Stückchen rein konnte man noch laufen, um die Fundamentauflage zu zeigen. Das heißt, es fehlen hier bestimmt noch 4-5 Halbbogensegmente.
Die liegen auch hier noch im Gelände rum, in relativ großer Stückzahl. Das heißt, man hat diese Anlage nie fertiggestellt. Hinter mir auch nochmal. Die Bogensegmente. Es gab davon verschiedene. Hier liegen zum Beispiel zwei. Es gab dann welche, die hatten zum Beispiel vorgefertigte Durchlassöffnungen oder sie waren geschlossen. Wozu man diese Durchlassöffnung braucht, kann ich euch mal zeigen. Es gab dann auch Segmente, die hatten vorbereitete Türen drin. So wie hier. Das heißt, man hat bereits vorgefertigt industriell und konnte dann segmentieren und so entsprechend anpassen, wie man es gebraucht hat, um für zum Beispiel zwischen diesen beiden Sheltern jetzt hier eine Verbindung zu schaffen, weil wenn ich jetzt rumgehe, zeige ich auf der anderen Seite, ist genau das gleiche. Da dann aber nur eine Tür und eine technische Durchführung. Das heißt, man konnte zwischen diesen beiden Sheltern, bevor man die Erdüberdeckung aufgebracht hat, einen Verbindungsgang schaffen, um gedeckt von einem zum anderen zu gelangen. Ich hatte schon gesagt, die Dinger heißen AU13, das heißt, die haben eine Spannweite von 13 Metern unten. Scheitel denke ich auch so in den Dreh, so 10 bis 13 Metern. Ich stehe jetzt vor dem zweiten Shelter. Auch hier hätte ich gedacht, dass das eine Anlage ist für die Unterbringung von technischem Gerät. Insofern war es notwendig, weil wer in Zossen war, weiß es, dass neben der UK-20-Anlage befinden sich geschützte Unterstellmöglichkeiten für Sattelzüge. Auf diesen Sattelzügen war das Wurstduch-M-System installiert. Das heißt, es ist ein mobiles Feuerleit- und Zieldarstellungssystem, was nur über Kabelverbindungen an die Gefechtsstände aufgeschaltet war. Die Gefechtsführung erfolgte im Gefechtsstand, auch die Lagedarstellung. Die Rechnerleistung war aber mobil angelegt, dass man halt bei Verlegung des Gefechtsstandes nicht viel demontieren musste, sondern einfach nur die Fahrzeuge rausgezogen hat und weiterfahren konnte. Deswegen vermute ich, dass diese beiden Objekte hier dafür vorgesehen waren und nicht als eigentliches Schutzbohrwerk. Die sind auch nicht in die Erde eingelassen, wie das bei diesen Bautypen vom UK eigentlich üblich ist, sondern die stehen oberirdisch auf einer relativ massiven Betonplatte. Ich versuche euch die mal zu zeigen. Das ist die Gründung, die ist es bestimmt 50, 60 cm stark, massiv bewehrt, es gucken diverse Armierungen groß. Und das wäre dann die Gründung für diese Halle sowie ein Vorbereich. Man muss sich das so vorstellen, die Hallen werden an den Stirnseiten mit Betonbauwerken, Kopfbauwerken verschlossen, um eine ABC-Sicherheit zu gewährleisten und auch um die Drucksicherheit zu kriegen. So, ich laufe durch die Halle mal durch. Man sieht jetzt hier so ein bisschen vorbereitet schon die Stellfläche oder eine Aufstellfläche. In der Mitte wäre dann, so wie in der Halle nebenan, die Möglichkeit, durch Trennwände noch das weiter zu segmentieren. Die Anlagen wurden zumindest für Gefechtsstände nochmal so umgebaut, dass die halbiert waren, dass nochmal zweite Etage eingezogen wurde. Hier sind jetzt schon Fundamente vorbereitet. Wofür die sind, keine Ahnung. Also man kann in der Anlage wenig erraten, wofür hier einzelne Bauteile gewesen sind. So, auch hier seht ihr, die Anlage hinten ist auch noch nicht fertig. Auch hier sind noch Betonelemente oder vielmehr Bögen, die noch aufgestellt werden können. Wenn es ab und zu mal raschelt, das ist mein schlauer Spickzettel, weil alles kann man sich ja nicht merken. Die beiden Hallen, wo wir jetzt vorstehen, die sind ungefähr 40 Meter lang. Und dann halt auch entsprechend hoch. Und jetzt gehe ich dich wieder zurück, weil ich will euch ja letztendlich auch noch ein paar andere Sachen zeigen. Auch hier sieht man wieder die verschiedenen Bautypen. Das ist jetzt einer, wo ein Durchgang vorbereitet ist. Und dieser Durchgang führt auch nicht nur ins Leere, sondern man sieht das hier so wunderschön, vorbereitet in den Gefechtsstand.
In den gehen wir nachher noch rein, aber man sieht halt diesen baulichen die baulichen Vorleistungen, die erbracht werden mussten, bevor die ganze Anlage mit Erde überdeckt wurde. Auf der anderen Seite haben wir links eine Medieneinführung und rechts zwei Türen. Auch die führen, ich kann es mal zeigen, auf der anderen Seite. Man sieht es so ein bisschen jetzt hier durch. Schön. Auch dort wieder in das andere Bauwerk. Was ich schon gesagt hatte, hier wurden oder hier wären Verbindungsgänge eingebaut worden, um das gefahrlose Wechseln aus dem einen Shelter in den anderen bei Gefährdungslage zu ermöglichen. Auch hier sieht man nochmal wunderschön die Verschraubung. Diesmal sogar mit Unterlegscheibe, was im anderen Shelter nicht gewesen ist. So muss man sich das vorstellen, die sind alle untereinander verschraubt. Einmal die Rennung, seht ihr. Die werden dann auch nach oben hin verschraubt, immer in regelmäßigen Abständen. Und ganz oben in der Fürste sind sie dann auch nochmal untereinander verschraubt, sodass sich dieses System selber stützt. Ähnlich wie die Kuppelbauten in Kirchen. So, es gibt noch ein vorbereitetes Rohbauwerk, das steht aber sehr weit nach Westen abgesetzt. Da würde ich heute nicht hingehen, das ist mir ein bisschen unwegsam. Und ich denke, wir werden es dabei belassen, dass ich euch jetzt den großen Gefechtsstand zeige. Die vorbereiteten Kfz-Unterstellmöglichkeiten und technische Sicherstellung habe ich euch jetzt schon gezeigt. Der große Gefechtsstand besteht aus vier Teilobjekten und einem zentralen betonierten Bauwerk. Das zentrale betonierte Bauwerk ist jetzt hier. Das ist so ein System, das kennt ihr auch von normalen Bunkeranlagen, monolithisch gegossener Block, Gasschleusen, Splitterschutztüren. Das dann sicherlich alles in diesem wunderschönen russischen Grün und diese Türen, die auch überall verbaut wurden. Der ist vorgesehen gewesen als also doppeletagiger Ausbau. Und das westliche Bauwerk ist aktuell 130 Meter lang. Entschuldigung, das östliche ist 155 Meter lang und das westliche Bauwerk ist ca. 130 Meter lang. Auch die sind nicht fertig geworden. Das zeige ich euch mal. Ich gehe jetzt mal nach da hinten. Dort liegen nämlich noch reichlich Bogensegmente, die für diese Anlage vorgesehen waren. Ich hoffe, wir können das so halbwegs sehen. Hier liegen Berge davon in der Landschaft. Wir laufen mal rum. Normalerweise würden wir jetzt hier als große Gruppe in der 12x12-Tour durchlaufen. Wir machen das jetzt mal so. Ihr könnt euch das in Ruhe am Fernseher angucken und ich kraxel für euch das Gelände. Hier mal die Basis von diesen Segmenten, wie sie nachher in die Führungsschiene eingestellt werden. Hier hatte ich euch ja gezeigt drüben, es gibt dieses Fundament unten drunter. Dort kommen Fertigfundamente drauf und dann werden diese Teile eingesteckt. Das ist genau dieser Bereich jetzt hier, der dann unten aufsteht. Hier wieder ein Element mit Mauerdurchführung. Und wenn wir dann hier weitergehen, zeige ich euch erstmal den Panoramablick, den man genießen kann, bevor wir wieder unterirdisch marschieren gehen. Ich stehe jetzt auf diesem Shelter drauf, auf dem östlichen, schwenke mal rüber auf den westlichen. Der Ziegelschutz, der hier oben drauf ist, der liegt hier nicht, weil hier einer Müll entsorgt hat, sondern von der Konstruktion her wären diese Bauwerke so gewesen. Zeige ich euch drüben gleich nochmal im Detail. Man hätte hier auf dem Beton Teerbahnen aufgebracht, hätte die dann mit zwei Reihen Ziegeln vermauert, hätte dann eine Erdüberdeckung aufgebracht, eine Zerschellerschicht und anschließend dann nochmal Erdüberdeckung drauf, sodass die Anlagen gegen konventionelle Bomben relativ gut gesichert gewesen wären. Den ABC-Schlag hätten die nicht ausgehalten, den direkten, oder vielmehr nur einen Atomschlag.
weil die Anlagen halt nur begrenzte Aufnahmefähigkeit für seitlich wirkende Schockquellen hätten. Aber man hätte zumindest teilweise, wenn die nicht so nahe gekommen wären, die Chance gehabt, dass die Anlagen Einschläge überstehen. So, an dieser Stelle mal der Blick auf den bereits angefangenen Rohbau vom Kopfende, mit beginnender zweiter Etage. Das ist der westliche Bunker. Hier unten, na, wo ist es? Man sieht so ein bisschen, links die Birke ist ein Zugangsbauwerk und ansonsten kommen daneben noch so ein paar Einführungsbauwerke für oder Einführungsobjekte, wo man dann halt Leitungen reinlegen konnte, diese fertigen Kanäle. Diese Schächte, die da hinten stehen, das sind keine Notausstiege, das sind Drainageschächte, weil die Anlage, dieses Hauptbauwerk ist in den Boden eingelassen und somit hätte man ein Problem mit Sickerwasser gehabt und die Dinger wären drainagiert gewesen und das Wasser musste irgendwo abgeführt werden. Deswegen befinden sich an den äußeren Ecken der ursprünglichen Baugrube jeweils diese großen Schachtbauwerke. Der östliche Gefäßstand ist auch länger und sollte auch länger sein, so wie die Baugruben sich jetzt hier darstellen. Ich laufe mal wieder zurück Richtung Schleusenbauwerk. So, ihr seht schon, da kommt jetzt so eine tolle Kante. Das ist das monolithische Schleusenbauwerk. Aus mehreren Lagen Beton gegossen, groß und massiv. In diesem Bauwerk hätte die Lüftungstechnik und die Netzersatzanlage Platz gefunden. Aus diesem Grund hier das, was man von anderen Lagen auch kennt, Zu- und Abluftöffnung, das muss ja irgendwo hin, das Zeug. Das ist euch sicherlich klar. Hier sind dann nochmal ein paar Rohre oder eins, jetzt ein großes und zwei kleine. Ich bitte darum, nicht zu fragen, wofür die Rohre sind. Das kann man echt nur ganz schwer raten und das wäre dann irgendwie alles nur Schabernack. Hier drüben sind ein paar mehr. Hier würde ich fast denken, dass in diesem Bereich die Lüftungsanlage gestanden hätte. Sogar mit Flanschen, also den Rest, der wurde sauber abgetrennt vom Metalldieben. Was für euch auch noch vielleicht interessant ist, man hat den Aushub eigentlich nur an die Seite gekippt, um dann später den wieder aufzuschütten. Also die Hauptwerke da hinten, wo jetzt so schöner Kiefernwald drauf ist, ist eigentlich der Aushub. Und den Graben, den ihr hier so noch seht, hinter dem ersten Wall, das sind Medientunnel oder vorbereitete Medienkanäle gewesen. Da wären Fertigteile reingekommen, um Leitung zu legen. Und ich drehe mich mal ein bisschen. Das hier, was ihr dort seht, das ist die Einführung in das Bauwerk, eine geschützte Einführung für Leitungen, Fernwärme und dergleichen. So. Ich denke, dann gehen wir wieder runter, weil ansonsten ist das Dach relativ unspektakulär. Ich kann es euch nochmal in die andere Richtung zeigen, falls ihr es mir nicht glaubt. Bäume auf dem Dach. In die andere Richtung genau das gleiche Bild. Und auch hier der letzte, auch da ist es mir glaubt, auch der geht nur einfach in die Richtung. Und wenn ich dann mal hier rüber schwenke, dort sind die beiden Technik-Shelter, die ich euch zum Anfang vorgestellt habe. Bisschen schwer zu ahnen, Sonne hätte ein bisschen besser draußen sein können. Gut, ich gehe dann jetzt wieder runter und dann machen wir unten weiter mit der Begehung vom Bauwerk. Hier nochmal ein schöner Blick auf die Betonsegmente. Die wurden vorproduziert, angeliefert und dann aufgestellt. Relativ groß.
So, dann nähern wir uns jetzt wieder dem Zugangsbauwerk. Das sind so vorbereitete Bauleistungen. Man sieht die aus dem Mauerwerk oder aus dem, nicht Mauerwerk, aus dem betonragenden Armierung. Das heißt, hier werden weiterführende Medieneinführungen mit in betonierten Kanälen angeschlossen worden, damit es eine kraftschlüssige Verbindung zum Bauwerk gibt. Ansonsten hat dieses Zugangsbauwerk zwei Türen. Innen drin, so wie wir sie dann auch kennen von anderen Anlagen, ich leuchte mal hinein, mehrere Schleusen hintereinander. Falls es jetzt wackelt, ich klettere da kurz rein. So, auch hier hätten wir jetzt die Möglichkeit, einmal durchzulaufen. Die verschiedenen Dekontaminationsbereiche, das denke ich, kennt ihr von anderen Gefechtsständen auch. Wer schon mal im Seewerk war, gehe nochmal eins zurück. Das sind diese Bereiche, um hier gegen ABC zu dekontaminieren. Normale Luftschleuse wäre einfach nur gerade durch. Jetzt hier die abgehenden Gänge links und rechts sind genau dafür da, um eine Dekontamination durchzuführen, falls jemand mit A, B oder C kontaminiert ist. Man kann dann verschiedene Schleusen, Gänge wählen, um den inneren Gefechtsstand davor zu schützen, durch Kampfstoffe verseucht zu werden. Das ist jetzt der zentrale Korridor. Der geht einmal über das gesamte Bauwerk hinüber. Ich gehe den einmal lang bis ans andere Ende. Am anderen Ende ist genau das gleiche wieder, eine vorbereitete Schleuse. Treppenhaus machen wir später. Hier ist eine große Montageöffnung. Ja. Also hier ist eher ein technischer Zugangsbereich mit Montageöffnung und dergleichen und nicht wie drüben Personenzugang. Auch hier könnt ihr nochmal gucken. Große Tore, die dann entsprechend geschützt worden werden mit massiven Klappen. Ich denke, wer schon mal in Zossen war oder so, der kann sich vorstellen, wie die aussehen. So. Dann einfach mal in diese Räume rein. Auch hier, das ist die obere Etage vom östlichen Shelter. Ich habe noch ein bisschen mehr Licht. So. Ich denke, jetzt kann man es ein bisschen besser sehen. Also, das ist die vorbereitete obere Etage. Noch nichts weiter passiert. Was hier von der Decke hängt, das sind die Dichtungsbänder von den einzelnen Betonelementen. Ich laufe jetzt auf den fertig verlegten Betonbohlen lang. Also auch das industrielle Ware. Man sieht so ein bisschen, man hat die dann geklammert. Damit sie da nicht verrutschen. Und dann hätte man hier nochmal eine Betonschicht draufgebracht. Und dann wäre das eigentlich schon wieder fast alles gewesen. So. Genau. So, das ist der Blick zurück. Ich würde dann wieder retour laufen, das große Licht ausmachen. Ihr müsst euch mit dem kleinen Licht begnügen. Aber dann, das blendet nicht so, da kann ich euch nochmal diese Verklammerung zeigen. Ja. Also über Kreuz punktiert, damit die dann auf den unteren Auflagen nicht wegrutschen. Dort schon begonnen, die Kehle auszumauern, um gerade Wände zu schaffen. Auf der anderen Seite noch nicht. So, kurz zurück. So, das sollte, glaube ich, das Treppenhaus sein. Nee, oder? Doch. Das war es nicht. Es gibt hier auch noch ein Treppenhaus, selbstverständlich. Aber wie das so ist, man muss sich dann erstmal wieder sortieren, wo man eigentlich ist. Hier scheint einfach nur von der Anordnung der
Lüfterelemente, das so ein bisschen zu sein, dass man sagt, hier waren wahrscheinlich große Lüftungen angebracht, so groß wie die Öffnungen dort sind. Aber ihr seht, man kann sich hier kein wirklich klares Bild daraus machen, was in dieser Anlage an welcher Stelle war. So, ich laufe jetzt wieder Richtung Luftschleuse. Nochmal der Blick zurück. Und jetzt wieder hoch zum Personeneingang, weil ich möchte euch die Anlage ja weiter zeigen und nicht hier in der einen Anlage die ganze Zeit hin und her ran. Auch der Blick in eine der oberen Etagen, relativ unspektakulär. Hier ist halt noch keine Technik und dergleichen eingebaut worden. Jetzt gucken wir mal hier. Da ist das Treppenhaus, genau. Hier wäre dann ein gegenläufiges Treppenhaus reingekommen, so wie das in den Sheltern, in den Gefechtsständen für die Jagdfliegerkräfte zum Beispiel ist. Schmale Stahltreppe auf der rechten Seite hoch und dann auf der linken Seite die nächste, um dann die Etagen zu überbrücken. Meistens mit einem sehr ungesunden Schrittmaß. Da waren wir schon, bloß von der anderen Seite. Große Räume, um Netzersatzanlage, Lüftungstechnik aufzunehmen. Wie gesagt, viel mehr ist es hier nicht, was hier rein sollte. Spannend da unten nochmal, man sieht die Kabeleinführung auf beiden Seiten, vorbereitet, aber nie fertiggestellt. Die Anlage wurde Mitte der 80er Jahre begonnen und dann hat sich das einfach so entwickelt, dass man den nicht mehr fertig bekommen hat und auch die politische Lage hat sich insofern verändert, dass es nicht mehr notwendig war, diese Anlage in dem Stil aufrechtzuerhalten. Das ist nochmal der Blick in diesen Dekontaminationsbereich. Wir können ja immer die Schlenker gehen. Das sind diese Durchreichefenster, um demjenigen, der hier zur Dekontamination scheinen muss, Material, Verbandsmaterial, Wechselsachen durchreichen zu können aus einem vorne geschützten Raum. Ja. An dieser Stelle würde ich sagen, wir verlassen die Schleuse. Und ich kletter wieder runter mit ein bisschen Gerucke. Und dann machen wir unseren Rundgang weiter. So, ich hatte ja gesagt, es gibt vorbereitete Gänge, um von dem einen Objekt her in den anderen zu kommen. Das wäre so genau einer. Man hat hier bereits angefangen, den Gang hochzuziehen. Das fehlende Stück wäre mit Ziegeln vermauert worden und dann hätte man hier entsprechend die passenden Stücken wieder angesetzt, um zu sehen, um diese Türen reinzubekommen. Das hatten wir uns ja schon angeguckt. So, durch die Halle muss ich jetzt durch, um hinten ans Kopfende zu kommen. Also habt ihr den Blick durch die Halle nochmal. So, ich hatte es ja gesagt, diese Anlage ist in den Boden eingelassen im Vergleich zu den hinter uns liegenden. Die stehen oben auf und ich gehe jetzt nach unten, um euch das Innere zu zeigen. Das ist auch relativ unspektakulär, aber ich denke, wir sollten trotzdem einen Blick riskieren. Den äußeren Aufbau der Schicht zeige ich euch noch an einer anderen Stelle, aber das machen wir dann. So, jetzt sind wir an der Stirnseite des westlichen Shelters. Ne, Entschuldigung, östlichen. Man sieht schon begonnen, wenn wir reingehen, seht ihr das dann, aufgestellte Fundamente und dann Stützen draufgelegt, um dann diese Betonbohlen draufzulegen, auf denen ich in dem anderen Teil auf der nördlichen Seite schon rumgelaufen bin. Ja, also Fundamente, Stützen rein, also alles aus dem industriellen Wohnungsbau oder Anlagenbau, keine Neuerfindung, alles Standardzeug. In dem Teil hätten vermutlich Maschinen gestanden. Hier sind so eine Aggregatfundamente drin. Was hier genau rein sollte, ist eine gute Frage. Die Netzersatzanlage, soweit ich das
gelesen habe, sollte hinten in dem Zentralbauwerk stehen. So, wegen so einer Sachen sind wir nämlich hier, dass man euch nämlich mal zeigen kann, wie so eine Anlagen dann technisch aufgebaut sind. Also, wir haben ein Fundament, eine Säule, einen aufgelegten Träger, die sind alle bewehrt und obendrauf dicke Betonplatten. Also das, was wir aus unseren Mutter-Kind-Bunkeranlagen zum Beispiel mit Stolte-Dielen kennen, hat man jetzt hier entsprechend größer gemacht, um diese Anlagen tragfähig zu machen. Da sollte ja sicherlich viel Technik und Material drauf und auch Personal war in der Anlage viel unterwegs. Dementsprechend kann man das nicht einfach so ein bisschen locker bauen. So, hier ist eine von diesen Gruben, wo ich auch nicht weiß, wofür die sind. Und hinten an der Stirnseite auch wieder begonnen der Ausbau. Man muss sich das so vorstellen, die Anlagen wären nicht durchgängig mit einer zweiten Etage versehen worden, sondern so wie es auch in den Gefechtsständen für die Jagdfliegerkräfte ist. Es werden große Darstellungssäle eingerichtet mit einer Projektionswand, mit taktischer Darstellung und Arbeitsplätzen für die Entscheidungsträger, die dann wiederum dafür da sind, um das Personal entsprechend einzusetzen. So, das ist nochmal der große Blick zurück. Dann laufen wir auch wieder zurück. Und auch hier sieht man es oben an der Decke, alles verschraubt, immer abgedichtet mit einem Teerband dazwischen, um einen ersten Feuchtigkeitsschutz zu haben. Und anschließend wurde die Anlage von außen mit Teer versiegelt. So, wenn das mit dem Licht ab und zu ein bisschen hin und her wechselt, das ist halt irgendwie alles dunkel und ich muss zwischen zwei Scheinwerfern wechseln und ihr habt sozusagen heute die Premiere von meinem technischen Setup, von daher ist das noch verbesserungswürdig, aber ich denke, nach diesem ersten Anlauf und ein paar Feedbacks von euch kann man da sicherlich noch ein bisschen was dran drehen. Ich gehe jetzt mit euch in den nächsten. So, auch da gehen wir noch ein Stückchen zurück, um euch die Totale zu zeigen. Hier ist mir schon ein bisschen mehr eingebaut. So. Hätte ich euch ja gesagt, auch in den Boden eingelassen, letztendlich auch wenig spektakulär. Laufen wir einmal durch, um euch die Decke zu zeigen und die Konstruktion. Und danach würde ich euch nämlich hier an der Seite noch ein paar technische Details zeigen, bevor am Ende hier irgendwie der Strom alle ist und ich euch nichts mehr sagen kann. Hier ist die Decke schon relativ gut eingezogen. Das ist übrigens die, auf der ich eben oben lang gelaufen bin, um euch zu zeigen, wie von oben der Shelter aussieht. Hier wurde auch schon begonnen mit einer Vermauerung. Man hat hier technische Abteile eingeteilt. Sieht alles noch sehr unfertig aus. Kein Putz drauf, keine Sauerkrautplatten und dergleichen. Also von daher alles roh und nicht fertig. Eine dicke Brandschutztür, keine Bunkertür. Hier auch eigentlich nur so, wie man das von Lagerräumen kennt oder so. Also hier unten wird irgendwelche technischen Einrichtungen hätten hier wahrscheinlich Platz finden sollen. Hier ist der Bereich, wo es dann anschließt an das Untergeschoss vom Technikbau oder vom zentralen Zugangsbauwerk. Auch hier ist eher unspektakulär. Kabeleinführung, geschützte. Wenn ich hier noch in die Ecke gehe, da sieht es auch nicht viel besser aus, könnt ihr mir glauben. Ein Raum einmal mit nichts. So, dementsprechend würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Oder wollt ihr noch mal einen Blick in den Raum riskieren? Können wir machen. Tut nicht weh. Wie gesagt, relativ unspektakulär. Von daher gehen wir wieder raus, weil das Technische ist mir noch ein bisschen wichtiger, euch zu zeigen, als noch ein bisschen Beton und noch ein bisschen Beton. Ich denke, da habt ihr alle schon viel genug von gesehen.
falls sich irgendjemand hierher verirren will, also ihr solltet Gardow bei Wittstock nehmen und dann Richtung Glashütte. Das ist so ein richtig schön klassischer Betonplattenweg. Dann endet er irgendwann an einem Schild, dass es ein Waldweg ist. Und von da hilft dann leider nur noch ein Fußmarsch von knapp 10 Minuten, um zum Objekt zu kommen. So, jetzt einmal kurz die Drainageschächte. Ich hatte euch erklärt, dass die Anlage, die tiefer gelegt ist, ein Problem hätte, mit Wasser vollzulaufen. Dementsprechend wurde eine Drainage angelegt und Revisionsschächte, wie man das jetzt auch noch macht, das sind diese großen Bauwerke, keine Notausstiege. Das, was jetzt hier zu sehen ist, das ist jetzt eine von diesen Einführung, hatte ich ja schon mal gesagt. Es gibt verschiedene Kabeleinführungspunkte, die sind geschützt ausgebaut. An der Schleuse vorhin waren sie noch nicht betoniert. Hier sind sie schon fertiggestellt. Ich wechsle noch mal kurz auf die Innenseite. Da sind sozusagen die Gegenstücke. Und ich gehe auch noch mal kurz rein, dann könnt ihr euch ein Bild davon machen. Das ist jetzt in diesem Bauwerk, was angesetzt wurde von außen, die geschützten Medieneinführungen. Man hat dann hier wahrscheinlich vergessen, das richtige Bauteil zu nehmen und hat dann aufgestemmt. Daneben ist eine Öffnung, die ist schon noch provisorisch verschlossen. Und dort schließt der Kabelgraben an, der hinterführt zu dem Bereich, den ich euch gerade gezeigt habe, mit der technischen Ausstattung. So, jetzt suchen wir eine schöne Stelle, wo ich euch den Aufbau erklären kann. Da ist das nicht gut. Sieht relativ verwildert aus, aber das tut ja nichts zur Sache. Nehmen wir die Ecke. Ich hatte ja gesagt, dass das eine Betonabdeckung ist und auf diese Betonabdeckung kommt Teerbahn rauf zur Feuchtigkeitsabdeckung, Dämmung. Das ist das, was ihr jetzt hier so sieht, was so runtergelaufen ist, wie das so ist, wenn es heiß wird. Und darauf kamen dann Ziegel, zwei Lagen, als Drainageschicht. Dann wäre das mit Sand abgedeckt worden. Eine Zerschellerschicht ist sozusagen eine nicht statisch mit dem Bauwerk verbundene Betonplatte. Die ist überkargend, um dem Bauwerk einen Schutz nach oben zu geben, falls Bomben aufschlagen, dass diese in der Auf- oder in der Zerschellerschicht zur Geltung kommen und dann das Bauwerk entsprechend nur die Schockwelle absorbieren muss und keinen direkten Treffer. Hier sieht man nochmal gut die aufgebauten Ziegel. So überkargend das Ganze, weil wenn die Bombe seitlich einschlägt, würde sie, wenn die Platte nur oben drauf liegt, seitlich das Bauwerk treffen. Dementsprechend werden diese Zerschellerschichten seitlich überzogen und die kippen auch beim UK20 an den Längsseiten ab, um seitliche Einschläge zu verhindern. Sicherlich große bunkerbrechende Bomben hätten das nicht abhalten können, aber diese Objekte hätte man gezielt anfliegen müssen, was insofern schwierig ist, weil die Luftverteidigung der DDR war ja nicht, wie soll ich sagen, auf den Kopf gefallen. Also wer da durch wollte, musste schon relativ motiviert sein, um sich durch Jagdfliegerkräfte und tief gestaffeltes Raketenabwehrsystem durchzukämpfen, um genau dann hier seine Bomben abzuladen. Jetzt sind wir nochmal auf der Seite, wo ich vorhin gesagt habe, sind die Montageluken für den Technikbereich aus dem Zentralbau. So, Ton war gerade weg, mir hat ein böser Ast das Kabel rausgezogen. Entschuldigung. So, das ist jetzt die andere Seite vom zweietagigen Bauwerk. Oben war ich gerade drin gewesen, unten ist genau das gleiche, große Montageöffnung. Zugangsbauwerk auf der anderen Seite ist ja, habt ihr gesehen, ist nur oben, um reinzukommen in Schleusenbereich. Die zweietagige Technikausstattung macht es nötig, dass in der unteren Etage auch nochmal eine Montageöffnung vorhanden ist. Und hier wäre mit Sicherheit noch ein Schutzbauwerk davor gekommen, um das nochmal zusätzlich zu sichern. Auch hier wieder einmal dieses Zugangsbauwerk oder Einführungsbauwerk aus dem Kabelgraben, der hinter mir ist, den hatte ich euch von oben schon mal gezeigt. Wir können ja auch einmal kurz unten reingehen und gucken, ob wir sehen, wo es ankommt. So, wie ihr unschwer erkennen könnt, hier hätten Stromaggregate gestanden und Transformatoren. Ja?
Diese Kabelgräben, die kennen wir aus anderen Anlagen auch. Generatoren, Dieselfundamente. Ich gehe mal ein bisschen so, dass er eine Totale bekommt. Also das ist letztendlich das, was wir aus anderen Anlagen auch kennen. Bloß halt ja, eine modernere Variante. Aber im Prinzip ist das alles kein Zauberwerk. Die Dinger sind in jedem System gleich. Ein Diesel braucht eine Wanne, Kabelzuführung und dergleichen. Das ist ein Durchgang in den Shelter, in dem wir eben drin waren. Diese roten Mauerziegel könnten dem einen oder anderen, der aufgepasst hat, bekannt vorkommen. Ansonsten auch hier, das ist der Bereich, wo ich denke, dass hier Belüftung oder Transformatoren drin waren. Sieht halt so ein bisschen danach aus, als ob hier an der Seite Wände gestanden haben für die Aufnahme von Transformatoren oder für diese Schaltbretter. Die Wand ist auch, man sieht es total cool, die ist umgefallen, als irgendwelche Schlauberger die Stahlträger weggenommen haben, hat man diese Wand einfach nach vorne kippen lassen. So, auch hier genau das gleiche. Die umgekippten Wände. Und auch hier würde ich so weit gehen und sagen, dass hier Transformatoren oder irgendwas in der Art gestanden hatten und auf der anderen Seite, wo wir reingegangen sind, da hat mit Sicherheit der Dieselbereich gestanden und Nutzersatzanlagen. Da ist das Treppenhaus, was ich euch gezeigt hatte von oben. Und dann gehen wir doch gleich in diesen Shelter hier rein. Sieht fast so aus wie der, in dem wir vorhin schon drin waren. Die Zwischendecke ist bereits eingezogen. Auch hier die vorbereiteten Rohrdurchführungen. Dann die vorgesetzten Wände. Also es wäre alles nochmal vermauert gewesen, man hätte keinen blanken Beton gesehen. Die Schrägen sind meistens so gewesen, dass auf Höhe der Stützen eine Trennwand eingezogen wird. So, an dieser Stelle muss ich nochmal einklinken. Den letzten Teil des Rundgangs habt ihr nicht mitbekommen, den habe ich mich mit ausgeschalteter Kamera gemacht. Wie das so ist, man rennt durch die Anlagen durch, man erklärt viel, man will was zeigen, achte nicht auf den Batterieladestand und irgendwann, wenn man wieder im Auto ist, stellt man fest, verdammt, da fehlen noch irgendwie die letzten 10 Minuten. Ja, also ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin mit einer zweiten Batterie und nochmal mit zurücklaufen. Wir sind stehen geblieben dabei, dass ich euch erklärt habe, dass diese Bereiche hier an der Seite ausgemauert wurden. Diese Grube, die wir jetzt hier sehen, das wäre jetzt genau das, wo auch hier wieder das Kopfbauwerk raufkommt. Monolithisch, Betonblock davor, um die Anlage an der Seite zu verschließen. Was man hier halt sieht, den kompletten begonnenen Ausbau. Dieses Bauwerk wäre komplett voll zweietagig gewesen. Wir gehen jetzt in den anderen Anbau, in den westlichen. Was man hier halt sieht, genau, das wollte ich euch auch noch zeigen. Und zwar ist dieses Bauwerk bis zum Ende gebaut worden. Hier sind keine weiteren Fundamentteile mehr vorbereitet. Das heißt, hier wäre Schluss gewesen. Was man hier auch gut sehen kann, nochmal dieses, was als Dämmung drauf gepackt wurde, als Isolation und Drainage, das Ziegelmauerwerk, was dann auf dem Teerband aufgelegen hätte. Das nächste, wo wir jetzt vorbeikommen dran, ist ein vorbereiteter Zugang. Auch der nur als Rohbau ausgeführt. Ein Personenzugang, kein für die Medienführung. Kann hier mal reinleuchten. Ja, relativ unspektakulär. Kennt man eigentlich diese Fertigteile, so wie sie auch in Objekten der NVA verbaut wurden. Also nichts Spektakuläres und Neues. So, dann laufen wir jetzt auf das westliche Bauwerk zu. Hier sieht man, man hat auch schon begonnen, die zweite Etage auszubauen. Da ist wieder der Drainageschacht, ja, auf den Ecken vom Bauwerk, vorbereitet ein Personenzugang, aber ansonsten noch unfertig. Aber auch hier kann man aus den Bauresten sagen, hier wäre das Kopfende gewesen, in diese Baugrube wäre das Kopfbauwerk gekommen, viel mehr hätte man hier nicht mehr eingebaut. Und hier nochmal ein Blick auf die begonnene und hier auch noch im gut erhaltene Drainageschicht und Feuchtigkeitsisolierung auf der Außenseite des Bunkers. So, dann nehme ich euch wieder mit. Wir gehen in die Anlage hinein, im Untergeschoss. Obergeschoss sparen wir uns, da waren wir schon mal drin. Die sehen alle relativ gleich aus. Hier ist schon ein bisschen mehr ausgebaut. Aber auch hier Maschinensätze, einfach aufgrund der Größe der Anlage und der verschiedenen Aufgabenstellungen, die hier wahrzunehmen waren, waren halt
unter anderem noch neben der Hauptstromversorgung weitere Netzersatzanlagen oder Aggregate notwendig. Stand aber auch noch nie was drauf, war halt überhaupt noch gar nicht fertig vorbereitet. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Auch hier wieder Fundamentblöcke für Aggregate. Und dann ist das genau, was ich euch zeigen wollte, was ich euch im anderen Shelter erklärt habe. Diese ausgemauerten Bögen, die die Möglichkeit lassen, nach oben hin auch in die zweite Etage Leitungen zu führen, ohne den eigentlichen Aufgabenbereich, die Büroräume und die Gefechtsführungszentrale nochmal zu stören durch Leitungsverlegung. Das kann dann von außen durch die Ziegelmauerwände durchgeführt werden und man hat dann einfach schnell Möglichkeit, auf technische Veränderungen zu reagieren. Brandschutz ist wichtig, ja, ist eine reine Feuerschutztür, einfach nur um Abschnitte zu schaffen. Ihr habt das, ich weiß nicht, wer es im Vorbeihuschen gesehen hat, 1990, das heißt, hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, Mitte der 80er Jahre begonnen, irgendwann aufgehört, aber wie das so ist, dass sich die Baumeister auch mal gern verewigt haben, dementsprechend haben wir hier Glück, hier steht dann halt noch 1990, damit kann man sagen, dass die hier 1990 an der Anlage noch gebaut haben, bevor sie sie wahrscheinlich irgendwann eingestellt haben. So, hier nochmal ein deutliches Indiz dafür, dass dieser Gang in der Kehle der Medienführung diente, eine Schutztür und dann dahinter die Mediengänge und schon die vorbereiteten Durchführungen für Lüftung und für die ganzen Kabelführungen als Rohrpakete einbetoniert in die Trennwand. Wir gehen aber nochmal zurück, weil hier ist etwas Besonderes. Diese Etage verfügt über eine Montageöffnung aus dem Erdgeschoss. Da ist sie. Ups. Ja. Das heißt, man konnte hier aus der unteren Etage schwere Lasten nach oben transportieren. Wir sind jetzt durch die hintere Seite reingegangen. Wahrscheinlich wäre dort eine Montageöffnung gekommen, weil dort im Raum, seht ihr, ist nochmal eine große, große Tür. Das heißt, große Stahltüren. Und hier ist Schluss. Dort oben sind nochmal Lüftungsdurchführungen. Aber dieser Raum wäre an der Stelle zu Ende gewesen. Das heißt, man hätte hier nochmal abgeschirmt ins Bauwerk Material antransportieren können. So, wir gehen jetzt durch diese eben besprochene Stelle hinein. So, wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, wird feststellen, wir sind da, wo wir schon mal waren. Und zwar genau in dem Bereich, wo die Trafostation, die Netzersatzanlagen standen. Das ist genau diese Stelle hier. Einmal im Kreis drehen, dann laufen wir hier mal weiter. Ja. Da sind wir vorhin reingekommen, in den Bereich der Netzersatzanlage. Kabeldurchführung, massive Schutzraumtüren, was dafür spricht, dass dieser innere Bereich gegen den eigentlichen Gefechtsstand gesichert war. Das ist der Bereich, wo wir vorhin schon durch sind, durch die Trafostation. Und wenn mich nicht alles täuscht, komme ich jetzt hier nämlich raus und durch, um in den großen Raum zu kommen. Werde ich gleich merken. Genau. So, und dann ist es eigentlich auch schon an der Zeit zu sagen, wir sind mit dem Rundgang eigentlich soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und die Anlage reizt auf jeden Fall zum Entdecken. Ist ein bisschen abseits gelegen, aber ansonsten, ja, man kann sich mal Bautechnik angucken. Das ist spannend dabei. Sonst sieht man die Dinge immer nur erdüberdeckt und fertig ausgebaut. Und hier kann man halt mal den ganzen Rohbau ergründen und versuchen rauszubekommen, wie das alles funktioniert. Jo. Was bleibt mir noch zu sagen? Ach genau, eine Stelle machen wir noch gleich. Die ist noch ein bisschen mit Klettern. Da fällt mir wahrscheinlich die Puste danach. Dieses Format soll ja eigentlich dazu sein, euch dazu zu animieren, vielleicht selber, wenn ihr so eine Anlagen kennt, mal was aufzuzeichnen, ein bisschen was dazu erzählen. Also bitte nicht nur einfach mit dem Video durchrennen und sagen, da ist es, sondern auch inhaltlich ein bisschen was dazu sagen und das dann zum Beispiel an Sascha zu schicken, dass das gegebenenfalls als 12x12 oder so aufbereitet werden kann, weil wir ja zurzeit keine Touren machen dürfen. Und ich hatte es eingangs gesagt, diese Anlage hier ist einfach so weit weg. Da lohnt sich keine 12x12 Tour. Das ist mitten im Wald. Und virtuell wäre es auch nicht gegangen, weil hier hat man nicht mal überhaupt kein Handynetz. Also das ist weit, weit weg. So, und was wir jetzt zum Abschluss noch machen, ich hoffe, ich komme da nochmal hoch, wenn das geklappt.
den Kletterbereich, und zwar diese vorbereiteten Treppenaufgänge vom tiefer gelegenen Untergeschoss in dem eingelassenen Shelter vom Gefechtsstand in den Bereich rüber zum zum Kfz-Shelter. Hatte ich euch gezeigt, da hat man ja schon so eine Treppen vorbereitet, da sind sie. Na? Und die werde ich jetzt versuchen hochzuklettern, damit ihr diesen Eindruck auch noch habt. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. So. Wie ihr merkt, man kommt ein bisschen außer Atem, hat dann aber theoretisch, wenn man ins Rutschen kommt, geht es einfach nur bergab und man muss dann unten die Luke treffen. Das ist einmal der Blick zum zweiten Eingang, den man von vorne sieht, vom Hauptplatz, wo ich euch begrüßt habe. Hier nochmal durch, ganz da hinten erkennt man nochmal so einen Durchgang. Und das ist jetzt der Durchgang, um in die erste Fahrzeughalle zu gelangen. Das hatte ich euch schon mal gezeigt. Und die Schilder kennt ihr, denke ich, auch alle. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Anregungen, gerade was den Technik-Support angeht. Wer da noch Verbesserungsideen hat, schreibt mir einfach mal eine Nachricht, entweder per E-Mail oder ruft mich an. Und auch so, ob euch das Format überhaupt gefällt, ob sich die Mühe lohnt oder ob ihr sagt, nee, ihr wollt halt unbedingt in einer Live-Schaltung das Ganze machen. Jo, das könnt ihr ja entweder mir sagen oder Sascha. Schauen wir mal, und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt müsstet ihr mich eigentlich wieder hören. Vielleicht kann mir das jemand kurz bestätigen im Chat. Der Basti hat so viel gesagt, da ist eigentlich kaum noch was zu ergänzen. Also ich zumindest habe nur ganz wenig. Ich schließe mich als erstes mal seinem Appell an, dass wir bitte für diese und andere Veranstaltungsreihen und Mehrfachverwendung wie für Radio Unterwelten bitte alle gemeinsam füreinander auch Content, wie man heute sagt, also Inhalte produzieren. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, ihr habt wahrscheinlich immer ein Smartphone dabei mit Videofunktion oder zumindest mit einem Mikro dran, dann überlegt euch doch mal, ob ihr nicht für die vielen anderen Vereinsmitglieder etwas produziert. Das ist gar nicht so schwer. Natürlich sollte man, wie Basti sagt, auch vorher sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen. Und ja, Volker, das finde ich auch, ne? Kann man so machen. Und die hohe Kunst, Volker übrigens, und die anderen ist übrigens bei dem Rundgang immer dran zu denken, was die anderen vielleicht noch interessieren könnte, und dass man praktisch ein Männlein im Ohr hat und die Fragen schon beantwortet, als wäre es interaktiv. Also zurück zu den Inhalten und dem Appell. Bitte überlegt euch, ob ihr für Radio Unterwelten oder eben für diesen Kanal und verschiedene Verwendungen mal auch was produziert. Vielleicht habt ihr auch schon was auf der Festplatte. Jan blendet sich gerade ein und ich weiß, dass er manches Schätzchen wahrscheinlich noch auf dem PC hat oder irgendwo auf den Platten. Und das lässt sich gut aufbereiten. Das macht auch richtig Spaß. Ein paar
Andere Infos vielleicht noch, wenn ihr dahin fahren wollt, genau nach Gardow. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, nordwestlich etwa 80, 90 Kilometer von Berlin aus in die Richtung Wittstock wurde gesagt. Ich habe euch auch einen Link in den Chat gestellt, wo ihr eine Hilfe habt, um das Gelände besser zu finden. Ich muss allerdings sagen, macht es nicht, wenn sich es vermeiden lässt, wie Basti alleine. Er ist sehr erfahren, er ist Mitglied der Arbeitsgruppe Erkunden und Erschließen. Er ist Feuerwerker, wie man so schön sagt, Ausgebildeter. Und das ist ja auch oft munitionsbelastetes Gelände, auf dem wir uns bewegen mit solchen spannenden Bauten. Also es ist schon besser, wenn man sich im Forum, im Vereinsintern, ohne dass man Kontaktdaten braucht von Vereinskolleginnen und Kollegen, da zu einem Team zusammenfindet. Macht ja auch mehr Spaß und dann kann man die Ausrüstung auch ein bisschen verteilen und die Recherche ebenfalls. Ne? Wenn ihr euch jetzt kurz einschalten wollt, Jan, du schaust so erwartungsfroh, dann macht das Mikrofon an. Ihr könnt mich gerne ergänzen. Wir können jetzt noch ein bisschen plaudern. Leg los. Hat eigentlich keine Anmerkung gehabt. Okay, also nur wenn ihr noch ein bisschen plaudern wollt, dann können wir das gerne machen. Also ich fand es einen wunderbaren Vortrag. Leider kann das Basti jetzt nicht direkt hören. Wir danken ihm alle, denke ich, für dieses Werk, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Da ist inhaltlich nicht mehr viel zu ergänzen. 80er Jahre, wer das also mal recherchieren möchte, bis 90 wurde gesagt, ist gebaut worden, ist ein Rohbau. War schon prägend vorgesehen für die Luftverteidigung Nord auf dem westlichen Kriegsschauplatz, wie es heißt. Das sind noch ein paar Stichworte, die ich bei der Recherche in Erinnerung behalten habe. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Ergänzungen habt, könnt ihr die natürlich jetzt auch noch in Ruhe überlegen, niederschreiben. Und ich leite das gerne weiter. Dann wird Basti sehr gerne auch diese Fragen beantworten. Es bleibt mir noch eine Danksagung, wie gesagt, an den Sebastian. Die wird er dann erst in der Aufzeichnung auch wirklich hören. Er ist derzeit in Grillenberg im Harz und zeichnet da wahrscheinlich schon das nächste Material auf. Und weil er das immer so schön macht und obwohl er viel zu tun hat, beruflich und familiär, trotzdem zu den Aktivsten gehört und das irgendwie immer hinbekommt, darf er im September wahrscheinlich auch gleich nochmal ran. Und dazu blende ich mal ganz kurz die Verabschiedung mit den Terminen ein. Weiß nicht, ob ihr das jetzt lesen könnt. Ich lese es einfach mal vor. 1. September ist dann der nächste Vortragsmittwoch, wieder ab 19 Uhr. Referent, wie gesagt, voraussichtlich wieder Sebastian Dornblut. Diesmal aber tatsächlich live von der Kamera mit dem Arbeitstitel „Als wir zurückgeschossen haben“. Passt ja auch datumsmäßig. Lasst euch überraschen, es geht also um den Zweiten Weltkrieg. Ansonsten könnt ihr euch natürlich über die Aufzeichnung nochmal informieren. Das wird morgen, übermorgen hochgeladen, die Aufzeichnung dieser Sitzung auf YouTube, auf unserem Kanal. Schaut euch an, was es Neues gibt bei Instagram, Facebook und den anderen Portalen, wo wir sind. Schaut euch mal eine digitale Tour an, eine virtuelle, wie sie heißt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch, ich schaue noch mal in den Chat, Webseite Bombodom, ja, vielen Dank, euch ein schönen Abend zu wünschen und bis bald. Ne? Ich lasse noch einen Moment offen, dann könnt ihr noch mal schreiben, falls euch noch was einfällt.